Ja, so ein Ding ist das. So, dass ich nicht weiß, ob wir gleich angegriffen werden. Ist auf jeden Fall das richtige Häuschen. Sehr praktisch, weil ich gleich erfriere. Ich hoffe, ich komme rein und muss ich erst einen Schlüssel hier draußen suchen. Das wäre sad. Aber die scheinen mich wirklich zu wärmen, die komische Fackel, oder? So wie das ausschaut. Ach, ich mag das gern. Das ist so todeschillig. Ich bin gleich da. Schade ist, dass ich nicht einfach so einen Baum fällen kann, wenn ich mal einen bräuchte. Wutsteine und Wutglimmstängel. Das gibt's nur bei mir. Ja, jetzt wird es gleich entspannt auf den Ohren. Ah, endlich. Eieieiei. Alter, ich suche gerade meine Laterne. Ich hätte es auch einfacher machen können, aber egal. So. Damit füllen wir das auf. Lokale Legenden. Der Geisterhirsch. Aha. Die von harten Wintern und der Isolation gebeutelten Bewohner des idyllischen Tals suchten offen in der Natur nach Schutz und Geborgenheit. Ein beliebter Zeitvertreib bestand darin, nach einem legendären Hirsch Ausschau zu halten, der laut den älteren Bewohnern eine besondere Erkenntnis verleihen sollte. Natürlich nur denjenigen, denen es gelang, diese wilde Kreatur zu finden. Ob das rätselhafte Tier selbst oder das friedliche Ausschauhalten nach ihm diese Erkenntnis hervorrief, ist nicht eindeutig überliefert. Geht zur Lichtung des Geisterhirsches. Oh, sehen wir vielleicht einen Hirsch? Ich kann hier drin kein Feuer mehr. Oh, Muni. Revolver. Nicht zugestellter Brief. Liebe Cindy. Was nun, mein Schatz? Kein Bargeld und auch nichts in Aussicht. Ich muss etwas unternehmen. Alle sind weg. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber so oder so tut's mir leid. Das Ding ist oben im Abhang, im leeren Keller. Vielleicht können wir es hier gegen einen Weg heraus eintauschen. Das Ding? Was ist das Ding? Was ist das für ein Ding? Laut Pater Thomas, dem örtlichen Pfarrer, wurde das aus einer Kirche in Thompsons Wegekreuz gestohlene Artefakt von Jahrzehnten vor einem prominenten lokalen Landbesitzer an die Gemeinde gestiftet. Sein finanzieller Wert ist zwar beträchtlich, aber gerade für die Mitglieder unserer Kirche hat es auch eine hohe spirituelle Bedeutung, sagte er. Ich muss das Essen leider liegen lassen. Oh, Thermounterwäsche, Porga. Sehr gut. Das mag ich. Gucken wir gleich mal nach. Ein paar Schühchen. Arbeitsstiefel. Ja, die habe ich schon. Holz. Oh, nö. Okay, warte mal. Klamottis. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ich habe einen Schal. Sieht auf jeden Fall stylischer aus als diese scheiß Cappy. Darum kommt die jetzt mal weg. Ich glaube, hier habe ich erst aufgeräumt.
0,6 Grad, 2% Schutz. Mein Zustand ist egal, den kann ich reparieren. Ist aber nicht so winddicht. Das gibt mir 0,9 Winddichtigkeit, echt? Ah. Astrid's Pullover. Nö, ich behalte jetzt Astrid's Pullover an. Ich meine, er kann zwar besser mit der Wasserdichte umgehen, aber... Trophy kickert. So, wo ist denn die Thermo? Ach, die hatte schon an. Habe ich die zweimal? Scheiße, ich habe die zweimal. Die Wollunterhosen sind besser als die Thermowäsche. Okay. Warte, dann kann ich die ja kaputt machen. Mann, habe ich mich so gefreut und sowas. Voll frech. Die Boots geben mir zwar mehr Schutz, aber der Rest ist für den Arsch. Also, gut damit. Aus den Augen, aus den Sinn. Ach, hör doch auf, hier zu flackern. So, wir gehen mal noch eine Pennen. 10 Stunden. Schön. Können wir die mal wegpacken und dann kann ich sie gleich mal... Ich könnte sie mal reparieren. Steht da draußen jemand vor der Tür oder? So, einmal aufladen. Oh, ich verdurste gerade. Achso, weil die Flakes durstig machen, ne? Okay. Die Tomaten, da müsste ich warm machen, aber ich habe gerade kein Herd. Schweinefleisch mit Bohnen. Wir könnten das noch snacken. Runter mit den Kilos hier. So. Eigentlich habe ich auch nur 6,67 Kilo an Dings, ne? Das hier ist somit das Schwerste, diese ganzen Scheißdinger. Die ich hier so habe. Ich habe nichts doppelt. Tatsächlich. So, gut. Wir sind wieder fit. Und es ist hell. Und der Weg ist hier lang. Die bitte den Artefakt aus der Kirche. Sicher in einen hohen Wert für die Einwohner. Die Frage ist halt, warte mal, ich könnte... Wie komme ich denn aber dahin? Von der anderen Seite? Das sieht aus wie so ein Höhlenangang oder so, ne? Weiß nicht, macht das Sinn, hier lang zu laufen? Nicht, dass wir halt den übelsten Umweg laufen, ne? Durch den Rotz. Das wäre jetzt schon scheiße.
Ob wir so einen Geisterhirsch sehen? Was meint ihr? Immer noch Slow Motion. Jetzt hör doch auf, Sparky. Es ist ja nicht so, als wenn ich hier gar nicht vorankommen würde. Ich komme hier schon voran. Ja, Splay Friday. Chill ich halt. Stört mich nicht. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich hier nicht automatisch laufen lassen kann. Ich würde gerne nur mit rechts oder links steuern. Weil ich die ganze Zeit meinen W gedrückt halten muss. Aber ansonsten bin ich hier voll in Chill-Modus. Drück doch einfach auf die Vorspultaste. So habe ich halt voll viel Zeit, mich mit euch zu unterhalten. Oder anderen Blödsinn zu labern. Ich weiß nicht, ich finde das nicht negativ. Ich guck draußen im Wetter zu, wie es schlechter wird aus dem Fenster. Bist du generell Freitag im Sommer? Das kommt aufs Game an. Das kommt aufs Game an, würde ich sagen. Deine 35 Grad hast du? Was hab ich denn hier? Warte mal. Let me check this. 24 habe ich und ab 16 Uhr Regen. 90% Wahrscheinlichkeit. Und dann regnet das. Scheiße, bis ich mit den Hunden raus muss. Nein, gar nicht. Es regnet. Oh mein Gott. Es regnet. Es regnet bis morgen um 15 Uhr, WTF. Und zwar richtig dolle. Es geht bei mir runter bis auf 15 Grad. Yikes. Huch. Oh, ich bin gerade erschrocken, weil bei dem Baum hier, holy. Warte mal. Das geht sowieso nur hier lang. 20 Uhr. Oh, warte mal, da liegt was. Nee, bei mir. Es sieht auch übel bewölkt raus aus. Und bei mir ist, warte mal. Bewölkt aus draußen. So. Ist richtig dunkel geworden. What is this? Hope nobody needs this anymore. Hm. Mhm. Warte mal, ist das? Ist das das Ding, wo ich vorhin... Ja, ne? Tatsächlich. Das ist das Ding, wo wir vorhin schon mal waren. Wo ich fast draufgegangen wäre. Falls ihr euch schon dran erinnern könnt. Wo ich hier die ganze Zeit über den Fluss gelatscht bin. Ah. Aha. Schau mal, jetzt führt er mich wieder hier hin. Das ist geisterhafte Hirschding. Ich muss sowieso hier lang und dann zum Flugzeug. Ich will endlich wissen, wie das da weitergeht. Also bei mir regnet es jetzt anscheinend laut Wetterbericht. Und bei mir regnet es jetzt durch bis Montag. Montag habe ich 11 Grad. Am Mittwoch sogar nur 9. Tagsüber. What the? Bis Montag Regen. Ja, geil. Oh, brauche ich wenigstens meine Tomaten nicht gießen. Ah, okay. Da, 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 da. Ja.
Möchte jemand mit mir den Regen genießen? Wir können uns zusammen auf meiner Terrasse setzen und dem Regen zuschauen. Wird bestimmt voll toll. Nein, ich komme nicht über den Baumstamm. Warum? Hallo? Danke. Was denn? So, eigentlich müsste ich hier rechts hoch, aber... Das wird, glaube ich, nichts. Aber hier vorne ist die Brücke. Das heißt, hier wird ein Weg lang gehen. Wenn der nicht von dem Stein hier versperrt ist, aber theoretisch... Eigentlich wollte ich hier lang, aber das wird wahrscheinlich nichts. Hier lang wird auch nichts. Das heißt, wir müssen hier rum. Warum oberst du denn schon wieder? Toll. Ein bisschen bleibt übrig, weißt du? Typ, ey. Ist doch wenigstens auch. Zusammen den Regen genießen. Ja. Ist voll schön. Vor allem, wenn der Boden so heiß ist und dann regnet das, sodass der Boden dampft. Und dann riechst du aus diesem Wald einfach diesen übelsten, nicen Geruch von den Bäumen und von dem Moos. Ich liebe das. Da werde ich voll sentimental. Zieh mit Glitzern und Schnee. Wenn Schnee liegt hier und der glitzert, dann bin ich auch voll sentimental. Da kriege ich richtig Emotionen in meinem kleinen kalten Herz. Emotionen? Was sind das? Kann man das essen? Kommst auch Emotionen? Naja. Du bist schon so eine Emotion. Ich werde nur beim... Natskari. Das ist ekelhaft. Deine Fanta kannst du auch in die Spüle kippen, weißt du? Musst du nicht in den Schnee tun. Guck mal, ist mir fast die Knarre ausgerutscht aus der Hand. Ja, da komme ich nicht hoch. Das ist viel zu steil. Da brich ich mir alles andere. Egal, bin eh gleich da. Scheiß drauf. Trophy King Guard. Nein, mag ich nicht. Magst du das einfach? Falls ja, dann mache ich mir jetzt ernsthaft Sorgen. Wenn du mit deiner jetzigen Geschwindigkeit bergauf musst, läufst du dann automatisch rückwärts wegen der Steigung? Automatisch rückwärts nicht, aber wenn ich so steil hochlaufe, dann breche ich mir die Handgelenke. Also ich verstauche oder breche sie mir. Und wenn ich runterlaufe, verstauche oder breche ich mir die Füße. Also die Knöchel. Und wenn es zu steil ist, dann läuft es zwar nicht rückwärts, aber dann komme ich nicht vorwärts. Also dann komme ich nicht mehr weiter. Er lässt mich dann nicht weiterlaufen, wenn es zu steil ist. Also ist schon realistisch, aber jetzt auch nicht so hardcore. Ich muss da aber irgendwie hochkommen. Warum? Wie komme ich da hoch? Ja, Musik, verrat's mir. Dann werde ich gerade langsamer. Ich mag die Musik, die ist schön. Ich könnte es versuchen.
Ich könnte es da hoch versuchen. Da ist zwar auch steil. Aber nicht so steil, dass er nicht weiterläuft. Ob ich mir das breche, ist mir egal. Das könnte hier aber machbar sein. Da, ich probiere es mal. Ich werde wahrscheinlich gleich die Meldung bekommen, dass Verstauungsgefahr besteht, aber... Oder ich laufe vorne rum. Anscheinend gibt es da auch einen Weg rum. Das sieht aber echt so aus, als wenn ich hier so hochlaufen könnte, oder? Was meint ihr? Oha, hallo Fahrer. Kuss geht raus für den 9. Monat. Wir haben jetzt ein Twitch-Baby. Liebe, geht raus. Küsschen, geht raus. Hast du es ja nicht eilig? Ja, doch, eigentlich habe ich schon eilig. Ich probiere das jetzt aber hier hoch. Wie geht das? Ich weiß das. Laufen ist der falsche Ausdruck. Gehen oder schleichen. Ich kann auch kriechen sagen. Aber es scheint gerade... Habe ich mich erschrocken. Ja, geil. Jetzt kam der Ton. Warum kommt es heute so heftig verspätet? Ich tipp's jetzt nochmal. Ah, jetzt habe ich Verstauchungsrisiko. Okay. Guck mal, selbst mein Bolt ist langsam. What the fuck? Ich möchte mir nichts brechen. Der Ton Bossi der Geschwindigkeit an. Aua. Ah, gut, ich habe mir Knöchel gestohlen. Scheiße. Mann, dieser Alte, die hält doch gar nichts aus, oder? Gar, ich humpel jetzt hoch. Vielleicht breche ich mir sogar beide Beine. Wie sieht das denn aus? Ich kümmere mich gleich drum, wenn ich oben bin. Keine Lust jetzt die ganze Zeit mich zu verbinden. Ja, okay. Ich habe verstanden, du kannst nicht laufen. Ich habe es gereilt. Jesus Christ. Da schreit sie mir wieder in die Ohren wahrscheinlich für Schmerzen. Au. Ich mach das Gehen jetzt für euch interessanter. Es liegt hauptsächlich aber daran, dass wir überladen sind. Die soll oben bleiben, jetzt wird gegangen. Ist halt echt so. Pass auf, jetzt hat sie. Erstmal hat sie die Beine jetzt verstaut. Und gleich verstaut sie sich noch die Handgelenke. Ja, ja, du kriegst gleich deine erste Hilfe, Schimmer. Ich kümmere mich da gleich drum. Erstmal hier oben ankommen und dann gibt es ein Verbändchen. Tut ein bisschen weh, siehst du? Mit ein bisschen können wir doch arbeiten. So, warte mal, was hast du denn? Knöchel, einer, zwei. Ah, doch, ich habe mir doch beide Knöchel verstaucht. Na gut. Geil. Dann einmal den linken Fuß. Einmal den rechten Fuß. Ruhe nur. Und sonst
glaube ich. Hat man es gezogen oder? Ja. Jetzt hat sie zwar noch Schmerzen, das heißt, ich könnte mir theoretisch. Ach, habe ich auch genug davon. Warte mal, welche laufen denn hier als nächstes ab? Die hier. Für den Fuß. Und dann für den Fuß. So. The Bag. Ja, gut, wird doch ein bisschen steil. Ich glaube 3 Stunden und die müsste. Obwohl, nee, ist schon. Warte mal, Karte sagt da hoch. Dann laufen wir zu dem Flugzeug jetzt. War ja eh der Plan. Boah, ich weiß nur noch, ich hatte einmal einen Auffang, der war echt gar nicht so steil. Und die hat sich bestimmt 4 oder 5 Mal die Beine gebrochen, als ich da hochgelaufen bin. Das war so richtig bescheuert. Vielleicht sollten wir auch gleich den Rauch vom Flugzeug sehen. Theoretisch. Ja, müssten wir eigentlich. Laufen ist der falsche Ausdruck. Ich weiß gar nicht, warum mein Girl im Schleichmodus so gefrontet wird. Weißt du, was das Schlimme ist? Der Auftrag lautet ja, das Insulin zu finden. Das Flugzeug. Das Insulin zu finden für den Diabetiker. Wir aber dafür alle Gepäckstücke durchsuchen müssen. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Tasche noch voller wird. Wenn du mich fragst. Kommen wir denn jetzt, ich sehe den Qualm, aber wo ist der Weg dahin? Da lang geht's nicht. Ist das eine Höhle? Oder was ist das? So, Achtung, Sturzgefahr und Wolf. Der erste Wolf seit einer Stunde oder so, den ich sehe. Oh yeah. Gleich wird's knack machen. Na, die ist zu kurz, leider, die Knarre. Ach, weißt du, was ich bräuchte? Ey, ich hab den noch getroffen, oder nicht? Hab ich nicht? Habe ich wohl. Da geht doch. Au! Mann! Hä, wie kann sie sich das Handgelenk verstauchen, wenn wir runterlaufen? What? Hello, Migas. What's poppin' im Candy, Luga Candy Landy? Hat der grüne Augen gehabt?